Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Knights of Honor. Ich habe beim letzten Mal, wir gehen mal ganz kurz nochmal in die zu ihren Dienst. Bibliothek und gucken uns die Karte hier an, die politische Karte an. Ich habe beim letzten Mal die ganze große britische Insel übernommen. Hier ist das schon Mongo, der schon wieder rebelliert. Canterbury. Den greifen wir uns am besten gleich mal. Und hier kann ich mal schnell einen Langbogenschützen dazu bauen. 400, nice. Und dann müssen wir uns mal überlegen, wo wir sonst aber sich mal dann angreifen hier auf dem Festland. Zum Beispiel wäre Friesland eine Option. Die haben nämlich nur eine Provinz. Dann hätten wir noch die Bretagne nach Möglichkeit, obwohl die momentan ziemlich gut mit uns stehen. Sehr harmonisch. Ich könnte mal anbieten. Es ist natürlich schade, dass man sie nicht dazu bringen kann, sich anzuschließen, aber eine königliche Vermählung wäre vielleicht interessant. Ah, ups. Wie doof. ja. Was macht er eigentlich? Also, Joffrey ist beschäftigt, richtig. Jetzt mit Kaufmann. Mit Abasabla. Ich will nochmal gucken, ob ich ihn noch einen Kleriker dazu bekomme. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Und der wird Statthalter. Ich werde euren Untertanen Weisheit und Bescheidenheit lehren. Ostanglien. Einfordern. Ich kann ja mal eine Provinz fordern. Ach, kann ich nicht. Achso, doof. Ja, okay, dann verlassen wir mal die Audienz. Ist das nur eine Provinz? Ah, es ist nur eine Provinz. Okay. Dann wäre das natürlich interessant, ihn einfach zu überrennen. Und ich habe ja auch noch meinen Papst hier oben. Und ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten. Ich könnte ja natürlich irgendwen dann einfach mal exkommunizieren und übernehmen. Zum Beispiel Schweden. Schweden zu exkommunizieren, oder Kasan. Beides interessant. Und einen Kreuzzug auszurufen gegen diese Länder, das wäre natürlich eine Option. Jetzt sind da schon zwei Armeen, ach du Schande. Okay, Spielgeschwindigkeit ist 0,5. Dann werde ich mir kurz meine beiden Armeen hier oben nehmen. Du bist schon wieder fit. Ab zum Hafen, bitte. Ja, mein Herr. Lichtet die Segel. Die Königin hat ein gesundes Kind geboren. Du bitte hier rein. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Oh, siehst du mal, der hat noch Fähigkeiten hier. Dann verringern wir mal den Nahrungsraum und Katapulte. Ah, das ist doof. Neue, ich hätte lieber auf die Trebuchets setzen sollen. Ah, das ist nicht blöde jetzt. Aber das macht nichts. Wir schicken jetzt rüber. Ja, ich liebe das Meer. Und lassen hier ein paar Siege einfahren. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. So, wo sind die bösen Randalierer? Schade, dass wir hier keinen. Was bieten die denn an? So ein paar Kämpfer nur. Und die bieten an. Auch nur so ein paar uninteressante Kämpfer. Na, ist halt so. Bei Kent. Ah, oh, diese Drecks. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Von Lothian zeigen. Okay. Also gut. Ja. Du hierher. Legt hier an. Du was hierher. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Angriffsbegehren. Orleon. Ne, gegen Orleon möchte ich nicht kämpfen, danke. Ich erhöhe erstmal meine Machtposition. Eure Machtposition hat sich erhöht. Wie lautet euer Befehl? Des Feindes rebellieren. In Ostanglien, okay. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. So. Ich gehorche. Ja. Ihr greift bitte beide den da an. Das solltet ihr wohl zu zweit schaffen. Und dann ziehen wir weiter in den Süden. Ausländische Sympathie, Hoheit. Feindliche Truppen marschieren durch eure Moment, Moment, Moment. Ich hab Krieg. Kämpfen. Wieso habe ich Burgund als Feind? Politische Übersicht. Ein königliches Kind. Ich möchte gerne einen Friedensvertrag anbieten. Eine Waffenruhe, bitte. Dankeschön. Hat uns verlassen.
Okay, jetzt werde ich erstmal diese ganzen Brandherde hier löschen und dann werde ich mich auf Sestern stürzen. Ich fühle mich weiser. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Okay. Och, da sind noch mehr von diesen Knalltüten. Ah, okay. Habe ich Verluste erlitten? Ja. Ja. Nein, er kriegt erstmal hier Trebuchets, danke. Ihr werdet das nicht bereuen. Und er? Mein Herr. Hat noch nichts Neues. Ja, mein Herr. Mein Herr. Beide keine Verluste, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal nach York. Zurück in die Stadt. Ja, mein Herr. Ich bin unterwegs. Dann werden wir uns gleich mit diesen Spinnern hier herumschlagen. Angriffsbegehren von Orléans auf die Bretagne? Nein, möchte ich nicht, danke. Politische Übersicht. Nur eine. Okay. Wenn ich jetzt die Abkommen mit denen breche, habe ich überhaupt ein Abkommen mit denen? Ich glaube nicht. Wenn ich genug Bücher habe, werde ich den nächsten... So, Nahrung auffüllen. Und raus. Du rein. Lasst uns den Proviant auffüllen und Nahrung holen. Auffüllen. Wie ihr wünscht. Und angreifen, bitte. Die Krone. So. Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Solange die nicht hier am Campen sind. Du sollst sie angreifen, verdammt. Für die Ehre. Angriff. Für die so, Krone. Hier. Angreif. Jetzt geht er hin und macht sie platt. Ich will die Rebellen aus meinem Land haben. Sobald ich wieder 1000 Bücher habe, werde ich die nächste Gemeinde einnehmen. Apropos 1000 Bücher. Ich könnte ja eigentlich mal eben kurz, zum Beispiel hier, ach, hier ist er noch mit dem Bauen beschäftigt, oder hier mal eben eine Kirche bauen. Ich bin zwar nicht so ein Religionsfan, aber die Kirche hilft mir in diesem Fall tatsächlich. Nämlich, habe ich hier schon eine? Nee. Einberg. Kirche, da. Die rührt mich zusätzliche... Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften zusätzliche Sieg, Bücher. Aber. Und mit diesen zusätzlichen Büchern... Wie lautet euer Befehl? Kann ich, so, jetzt sind wir hier unten, ne? Wo haben wir noch... Kennst du noch welche? Wo haben wir noch Rebellen? Politische Nur noch da unten? Okay. Dann ja. Geht immer nach Ostanglien. Endlich wieder warmes Essen. Ja, mein Herr. Unterwegs. Kann ich hier auch noch eine Kirche bauen? Hier ist momentan alles voll noch. Was brauche ich denn hier nicht? Schwertschmied brauche ich. Das brauche ich, das brauche ich. Bogenmacher brauche ich. Ein Axtschmied brauche ich nicht. Der kann weg. Ach, ich habe hier schon eine Kirche. Schau an. Aufrüsten zur Kathedrale. Ah, da brauche ich eine Wachswerkstatt, eine Färberei und einen Bildhauer zum Tür. Plus 2 Frommheit, plus 3 Gold, plus 3 Frommheit. Klöster, plus 10 Zufriedenheit in der Provinz, plus 20 Verteidigungsbonus bei Belagerung. Nice. Sehr cool. Wachswerkstatt, Färberei und Bildhauerzunft. Ja. Naja, ist egal. Wie sieht das hier in Kent aus? Kent muss erstmal zur Steinmauer aufrüsten. Na, wo seid ihr denn da? Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Okay, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wo? So, Nahrung auffüllen. Mein Herr. Endlich. Zurück in mein Schwert so. Setzte schon Rost an. Jetzt du Nahrung auffüllen. Da angreifen. Kämpfen. Wie da angreifen. Für die Krone. Und dann reicht es hoffentlich. Handelsabkommen. Pamplona, ja, ist okay. Machen wir mal. Eure Machtposition hat sich das erhöht. Ist gut. Greifen die tatsächlich meine Stadt an? Das ist ja unglaublich. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Okay. Zurück in die Stadt. Regenerieren muss ich hier nichts. Dann gehst du mal in den Hafen. Auf zur See. Zurück hinter den Schutz der Stadt. Und du ebenfalls. Lichtet die Segel. Und dann werden wir uns die erste Provinz greifen. Ah, Bretagne hat das zweite. Dann holen wir uns erstmal Friesland. Das ist nämlich nur eine Provinz. Ein katholisches Königreich wurde aus der Kirche verschlossen. Wer denn? Schweden, nice. Das finde ich gut. So, okay, wo ist denn Friesland? Flandern? Friesland, da sind sie doch.
Ja, mein Herr. Legt hier an. Wie lautet euer Befehl? So, hier bitte an Bord gehen. Für Gott und Ehre. Ein neuer Kreuzzug. Wie lautet euer Befehl? Ah, ich hätte vielleicht die Tribuschis mitnehmen sollen, ne? Scheiße, wie doof von mir. Na gut, ist halt so. Ich marschiere. Wie lautet euer Befehl? Unterwegs. Ich habe ja noch ein paar Leitermongos dabei und meine Einheiten sind voll ausgestattet. Das sollte eigentlich genug sein. Du sollst bitte hier hingehen. Unterwegs. Politische Übersicht. Jetzt gehen wir wieder auf halbe Geschwindigkeit. Krieg erklären. Annehmen. Audienz verlassen. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Ja. Zugehen. Diese Stadt. So, ich kann sie natürlich nicht direkt angreifen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Mein Unsere Wissen Armeen ist gestiegen. Haben noch eine Schlacht gewonnen. Was? Eindeutig überlegen. Jetzt greife ich an. Du sollst angreifen hier, meine Güte. Ich habe jetzt echt. Und ich wundere mich schon, was hier los ist, ey. Oh Mann. Okay, ich durfte Tribuschis schon mitnehmen, ne? Und Schaden habe ich auch schon auf Maximum. Truppbewegung. Dann machen wir Moral des Gegners. Jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Kassieren die Provinz direkt ein. Sanierung bitte. Was kann ich hier mitnehmen? Spezialeinheiten, nichts Interessantes. Dann holen wir eine Packung Highlander. Eine Packung, ja. Eine Truppe Highlander dazu. Den hier schmeißen wir raus. Tschüss. Dann bauen wir hier das Ding aus. Stallung ist vielleicht interessant. Bogenmacher ist da. Okay, dann können wir hier erstmal ein paar Bogenschützen kaufen. Habe ich genug Nahrung hier drin? Nee, natürlich nicht. Und er kann Trebuchets mit sich führen. Ich bin nun begabter. Okay, dann schmeißen wir den mal raus. Nehmen dafür ein Trebuchet mit. Brauche ich dafür Nahrung? Nein, nur Geld. Okay. Den Leitermann weg. Trebuchet. Trebuchet. Ja, das lassen wir mal dabei. Er fährt zurück nach England. Oder was ist nach England? Nach Schottland. Das ist ja Schottland und nicht England. So, ich habe wieder 1000 Bücher. Das heißt, ich kann den Kleriker wieder anderweitig einsetzen. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Ja, abrufen. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Ich würde ihn gerne in eine andere Stadt einsetzen. Warum geht das nicht? Guten Tag, mein Herr. Eure Hoheit, ich darf die königliche Familie vorstellen. Möge euch die Sonne. Ach so, der braucht einen Moment dafür. Okay, alles klar. So. Mein Guten Herr, Tag, mein Herr. Bote ist angekommen. Möge du gehst Gott jetzt nach Ostanglien. Guten Tag, mein Herr. Ja, Bote, okay. Ja, okay, schön verlassen. Feind Burgund, nein. Das gucken wir uns doch mal an. Germany, Übersicht. Deutschland. Ihr müsst mich vielleicht angreifen wollen. Ist das euer Ernst? Lächerlich. Okay, warum wollte ich ihn jetzt nach England zurückschicken? Ach, richtig, damit ich die Sachen kaufen kann. Genau, genau, genau. Ostanglien. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Wo habe ich ihn denn jetzt eingesetzt? Wir haben hier eine diplomatische Botschaft. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Gibt's hier keine Nostalgie mehr? Ach so, okay. Ja, dann rufe ich immer wieder ab. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Ach ja, geht nicht auf die Nüsse. Wo ist denn der Heini? Wie lautet euer Befehl? Ah. Auf zur See. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Komm mal hierher. Die Küste ist nah. Offenbar scheint Burgund mit ziemlich vielen Leuten im Krieg zu sein. Da geht es nämlich ganz schön zur Sache gerade. Braucht mich nicht zu kümmern.
Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Bitte auffüllen. Hier muss ich erstmal Einheiten nachkaufen jetzt. Nee, nicht so viele. Highlander bitte noch. Ach, Nahrung, ja. Sympathisanten des Feindes erheben wo? Sich. Wo? In York. Ach so, Sympathisanten von York. Okay, dann setzen wir ihn jetzt in Mercia ein. Euch die Sonne den Weg oder gibt es hier überhaupt noch Nostalgie? Ja, okay, alles klar. Du bitte. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Mercia. Warum kann ich ihn da nicht hinsetzen? Ich bin gerade verwirrt. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Ah, jetzt geht's, okay. Wo ist es denn? Mercia. Highlands, York, Ostanglien, Cambria, Monster, Kent. Mercia, da ist doch. So, Mensch. So, und jetzt bitte. Ich grüße den strahlenden Bevölkerung eigentlich dann. Danke. So, wo ist meine Armee? Da. Ja. Zurück in die Stadt. Handelsabkommen. Nein, danke. Eure Machtposition hat sich erhöht. Sehr gut. Erstmal die Machtposition raufschieben. Das ist halt immer richtig teuer. Aber das lohnt sich halt auch. Für Gott und Ehre. Ein neuer Kreuzzug. 360 Soldaten. Oha. Vielleicht soll ich noch einen neuen Helden dazu nehmen. Ich kaufe mal noch einen Ritter ein. Was siehst du mir für gerade so auf? Ich habe ja noch so ein paar dusselige Prinzen, ne? Ich stehe zu Diensten. Kannst mal mit Anatolien handeln. Ne, mit Kasan. Goldhandel. Stets zu Diensten, eure Hoheit. Den schmeißen wir raus. Seid ihr sicher, mein Herr? Dafür machen wir es ihm noch. Wohl an. Kaufmann eventuell, man muss gucken. Königliche dünne Familie. Eure Hoheit, ich darf Wirtschaft. Die königliche Familie vorstellen. Die. Ja, komm, machen wir Wirtschaft draus. Ach, scheißegal. Ich kann den später. Nein! Stopp! Den. Auch zum Händler. Handel mit Kroatien habe ich schon ein. Anatolien. Goldhandel. Das sollte sich ordentlich bemerkbar machen in der Staatskasse. So, und da wollte ich noch einen Ritter dazu kaufen, ne? So, der nach New York geht. Zurück hinter den Schutz mit der Stadtmauer. Drei davon. Dann kommst du mal hierher. Zurück in die Stadt. Warum ist hier bei Mercia eigentlich noch kein Schutzwall gebaut worden? So, hier regenerieren. Kann er aber eigentlich auch direkt hier hingehen. Zurück hinter dem Schutz der Stadtmauer. Da ist auch nichts Interessantes. Da gibt es nicht noch ein anderes Lager irgendwie mit interessanten Einheiten. Nicht wirklich, oder? Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn hier irgendwie so. Nee, das ist auch uninteressant. Ach so, der ist noch unterwegs hier, der Mongo. Ja. Du sollst da rein. Endlich wieder warmes Essen. Ach so, ups. Du sollst da rein, danke. Zurück hinter dem Schutz der Stadtmauer. So, dann hier bitte. Ich habe nicht mal Schutzeinheiten hier drin. Ach, schade. Die drei. Die drei. Hier sind noch zwei Leatherman dazu. Du greifst hier an. Wie ihr wünscht. Wie lautet euer Befehl? Wo sind die Rebellen? Politische Übersicht. Weg? Jetzt bin ich verwirrt. Die waren doch eben noch da. Das ist merkwürdig. Okay, soll mich nicht stören. Dann kannst du. Wie lautet euer Befehl? Herr St. Mercia. Ja. 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 Dann kannst du halt wieder rübergehen nach. Oh, Hallöchen. Das ist ja interessant. Okay, ja. Guck mal, dann schmeißen wir diesen ganzen Scheiß mal weg. Tschüss.
mein Herr. Kommst du mal her? Ich folge. Sammelst mal diese ganzen Einheiten ein. Und du machst das Gleiche. Erfahrung dieser Einheiten. Okay, die lasse ich drin. Wir haben ein neues Gebäude. Lass uns den Proviant aufholen und holen. Achso, nee, es geht nicht. Verdammt. Ich marschiere. Du gehst rüber. Ich liebe das Meer. Dann schicken wir nach Friesland und dann greifen wir gleich nochmal eben Deutschland an. Wie sieht es mit der Bretagne aus? Die haben jetzt zwei... Übersicht. Ich würde eigentlich gerne... Ich möchte mich nicht unbedingt direkt schon mit Burgund schlagen, weil die ziemlich viele Provinzen haben. Aber diese Provinz von Deutschland würde ich gerne nehmen. Und mit Italien muss das eigentlich auch noch nicht sein. Was ist das hier? Vatikan ist das. Okay, dann weiß ich Bescheid. Deutschland hat nur die eine Provinz. Die kann man sich dann ja mal eben holen, ne? So. Ich schmeiße im Notfall die Highlander raus. Was sind das überhaupt? Armbrustschützen. Erstmal nehmen wir die Ritter mit. Die Hellebardiere. Und so viele Armbruster, wie es geht. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut so. So, du fährst jetzt nach Friesland. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. So, hier baue ich gerade den Steinwall aus. Das ist in Ordnung. Aber ich brauche hier ein paar Schutzeinheiten, ne? So, machen wir 4 Bogenschützen. Habe ich irgendwelche Bündnisse mit Deutschland? Politische Übersicht. Ich glaube nicht, ne? Gut, dann krallen wir uns jetzt gleich. Erst muss er hier rein. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Alster. Probleme. Wir haben ein neues Gebäude. Okay, das ist dann dein Job. Eure Hoheit. Komm, du mal, wo bist du jetzt gerade? Du bist jetzt gerade hier unten, ne? Auf zu sehen. Und dahin. Und dann fahren wir den darüber und dann haut er die kaputt. Hoffentlich. Nein. Tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht gegen Italien kämpfen. Wie lautet euer Befehl? Ich möchte stattdessen auch nicht nach Franken, sondern... Den nehmen wir weg. Nach Hesse. Ich marschiere los. Ja. Los, los, alle Abmarsch. Wie lautet euer Befehl? Du fährst mit deinen Jungs nach Alster hoch. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Ja. Das ist Franken. Ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Mein Herr, ein Bote ist... Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, ja, schön mein für Herr. Euch. Der Papst hat zum Kreuzzug... Ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, okay. Mein Herr. Was wollen die denn von mir? Was ist das hier? Wem gehören die? Okay, nichts für uns, alles klar. Dann erkläre ich jetzt Deutschland. Politische Übersicht. Deutschland? Hallo? Krieg erklären. Annehmen. Und jetzt verlassen. Tschüss. Hallo? Hä? Ich habe gerade eben. Ich dachte, ich habe gerade eben Deutschland den Krieg erklärt. Politische Übersicht. Mein Herr. Du sollst diese Stadt erobern. Warum kann ich... Ach, das gehört Mecklenburg. Wo ist denn Deutschland? Ach da, ups. Ich bin zur falschen Stadt gelaufen. Wie doof von mir. Diese Stadt. Mein Herr. Ich versuche hier auf die richtige aus. Stadt angreifen. Oh Gott, wie dämlich. Ich könnte natürlich auch einfach hier erstmal ein bisschen plündern. Sollte eigentlich klappen. Jawohl. Ich fühle vielen Dank. Abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich. Oh, wir haben einen Spion gefangen. Hier kommt ihr niemals lebend raus. Aus der Bretagne kommt. Alter, was für Schweinepriester. Okay, ich übernehme erstmal diese Stadt hier. Und ergänze ein paar Einheiten. Oh, nice. Nice, nice, nice. Ja, dann packen wir doch mal ein paar Langschwertkämpfe ein, ne? Ah, okay, wir packen eine Langschwertkämpfe ein. Warum kann ich nur eine bauen? Weil keine Bevölkerung mehr da ist. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. So, wie sieht das jetzt auf der Karte aus? Jetzt habe ich das Ding. Übersicht. Ich würde gerne diese Provinz auch noch haben, ne? Aber Bretagne, ihr Mistpriester. Mein Herr.
gehst du irgendwie rein. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Ich folge. Jetzt greifst du diesen Peasant-Haufen hier an. Solltest du ja wohl hingekommen. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Dann bekommst du jetzt, Ich bin nun Begabter. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Okay, 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 okay. Okay, okay. So, dann, also die Bretagne wollte mich also, ja, ne? Was und ist so euer Wunsch? Das ist sehr unfreundlich von euch gewesen. Endlich gehst wieder mal da oben hin. Essen. Du füllst deine restlichen Reihen auf. Oder auch nicht, weil nicht genügend Bevölkerung da ist. Ah, macht nichts. Ach so, warte mal, wo sieht's denn, politische Übersicht. Nee, will ich gar nicht haben. Ich will die Provinzübersicht haben. Oh, okay, das sieht gut aus. Verfügbare Arbeiter. Laufende Konstruktionen. Friesland hat schon eine Mauer. Dann kommt hier noch Mauertürme hinzu. So. Dann können wir hier nochmal zwei Schützen bauen. Ach, was ist euer Fähigkeit verbessern, ne? Moral minus 3. Jetzt, wo ich besser bin, könnte ich mehr Gold verlangen. Der braucht nämlich dringend noch Nahrung und vor allen Dingen braucht er ganz, ganz dringend, Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wehe den Ungläubigen. Ein neuer Kreuzzug beginnt. So, okay. Dann füllen wir erstmal Einheiten auf hier. Ach du Scheiße, die Krieger kommen. Was haben wir ein paar Highlander dazu? Gutes. Dann hauen wir das Ding mal raus. Kaufen dafür ein Trebuchet. Den hauen wir raus und kaufen dafür auch ein Trebuchet. Und dann sollten wir ganz gut dastehen. Mein Herr. Oh, ups. Hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen, ne? Wie lautet euer Befehl? So, Herr Kollege, du kommst mal. Das hier ist Flandern. Hier ist die Normandie. Okay, alles klar. Dann turnst du jetzt erstmal. Ich habe hier keinen Hafen in diesem Scheißgebiet, ne? Das ist echt nervig. Auf, auf, schon mal hierher. Wo ist er? Er sitzt da mein oben. Herr. Ulster. Nimm mal die beiden Dinger mit. Dann bauen wir hier mal eine Palisade hin. Sicher ist sicher. Und ein paar Verteidigungseinheiten schaden auch nicht. Dreimal Langbogenschützen. Ja, mein Herr. Lichte die Segel. Schießen wir los. Zunächst mal nach Cornwall. Legt hier an. Ja, mein Herr. Ja. So, ja. Du fühlst auch nochmal auf. Mein Herr, ein Bote ist an. Und da gehst du auch mal dahin. Zur See. Tschüss, verlassen. Mein Herr, ein Bote ist an. Britannia hat nur noch ein. Okay, alles klar. Dann greifen wir uns den mal. Und dann müsste ich eigentlich Burgund angreifen. Aber ich weiß nicht, mit wem Burgund so. Burgund hat mit Bretagne Frieden. Mit Mecklen. Achso, jetzt bin ja ich Schottland. Ah, es ist natürlich nicht gut, dass die mit Bretagne Frieden haben. Wenn ich die jetzt erobern möchte. Obwohl, wenn die mich angreifen, dann hacke ich die einfach in Stücke. Ansonsten sind die mit allem im Krieg. Italien ist auch mit Bretagne im Krieg. Das heißt, die werden mich schon mal nicht angreifen. Das ist ganz gut, denke ich. Was ist euer Wunsch? Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Auf die Schiffe. Orléans, ja, okay. Ja, mein Herr. Mein Herr. Mein Herr. Okay, okay, okay. Ich probiere es mal aus. Ja. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Lösegeldangebot. 13.000. Okay. Die nehmen wir noch mit und dann rotten wir euch aus. Legt hier an, mein Herr. Mein Herr. Die Küste ja, ist nah. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen.
jetzt holen wir uns das Ding auch noch. Und dann mache ich wieder Schluss, weil ich habe mich schon wieder deutlich überzogen. Die Macht der königlichen Familie ist mir egal. Ja, lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Hungert die Stadt aus. So, belagern. Du bitte auch da. Lasst niemanden. Ach, ich kann nur mit zwei Armeen. Oder heraus. Ich habe jetzt mehr gelernt. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. So, dann müssen wir einen Kleriker hierher schicken. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Das sind Rebellen. Normannische Sympathisanten, okay. Ja, hier, hackt die nochmal eben in Stücke. Für die Krone. Angriff. Du brauchst noch eine Einheit. Muss man einen Highlander drauf. Und der ist wieder zurück. Dann Guten wird er jetzt Tag, in Herr. Kämpfen. In, wie heißt das hier? Normandie. Hier wirst du bitte Statthalter. Und gliederst die Bevölkerung ein. Danke. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Okay, Machtposition erhöhen. Ihr habt die Machtposition eurer königlichen Familie gesteigert. Zeit zum Aufbruch. Was er ist eigentlich euer einsatzbereit? Wunsch? Nein, stopp, nicht einsatzbereit, sondern Pause jetzt. Ich speichere das Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Hier, Knights of Honor, genau, bis dann.